Christian Zander, einer der bekanntesten Architekten. Was mir auffällt bei dir ist, dass du so positiv bist. Wie kriegst du das denn hin? Gelassenheit ist, glaube ich, was uns allen irgendwie gut anstecken kann, bevor man irgendwie reagiert. Und natürlich irgendwie spontan beim Auto überfahren wird, ist Gelassenheit schwierig. Aber ansonsten ist es wichtig, mit einer gewissen Gelassenheit ins Leben zu gehen. Hast du Tipps, wie man Erfolg am besten erreichen kann? Das tun, was man gerne macht. Das ist ganz wichtig, sonst kommt man immer an die Grenze, dass man Belastungen hat, die man dann nicht aushält. Wenn Dinge Spaß machen, ist es viel einfacher. Du hast sehr viele Projekte. Wie strukturierst du dich? Und nicht jedes Projekt startet und läuft parallel. So. Also es gibt ja immer Warteprozesse und Abstimmungsprozesse. Und wir haben Projektlisten mit wöchentlichen To-Dos und Besprechungen und kleine Projekthierarchie mit 2, 3 Projektarchitekten, die dann die Architekten und Bauzeichner unter die Fittiche nehmen. Und so bin ich immer mit allen Projekten zu einer wöchentlichen Baubesprechung immer dabei, aber eigentlich habe ich die auch alle im Kopf. Wie funktioniert denn die Kommunikation? Wie kriegst du denn die Sachen aus deinem Kopf dann gut an deine Leute weitergegeben? Es funktioniert sehr, sehr viel bei uns im Büro, weil ich viele Mitarbeiter schon längere Jahre habe und Dinge sozusagen auch eingespielt sind. Wir sitzen alle in einem Großraumbüro. Man kriegt da eben viel mit. Einfach auch ganz wichtig, die Lebensumstände der Mitarbeiter mitzubekommen. Wie wichtig ist für dich denn Leistung bei anderen Menschen? Man kann eben von jedem das abverlangen, was er eben kann.